Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In unserer Klinik fühlen Sie sich wohl. Wir haben Verständnis für Ihre Situation. Unser Team hat jahrelange Erfahrung, tagtägliche Routine. Bitte bringen Sie bequeme Kleidung und Bargeld mit. So könnte eine Klinik auf ihrer Internetseite werben. Die Bilder würden eine junge Frau mit melancholischem Blick zeigen, sympathisches Ärzteteam, eine moderne Klinik. Und in der Rubrik Bewertungen könnten Patientinnen schreiben, ich war rundum zufrieden und gebe 5 Sternchen. So oder so ähnlich, so wie heute Kliniken in Deutschland zum Beispiel für Schönheitsoperationen oder Nasenkorrekturen werben, könnte auch für Abtreibungen geworben werden, wenn wir den Anträgen der Fraktionen der Linken, der Grünen oder auch dem Antrag der FDP folgen würden, die das Verbot der Werbung komplett abschaffen wollen bzw. einschränken wollen. Denn unsachlich oder grob anstößig wäre solche Werbung nicht. Das zeigt, das, was in Ihren Anträgen steht, geht weit darüber hinaus zu erlauben, dass ein Arzt auf seiner Homepage sagen kann, das gehört zu meinem Leistungsspektrum. Es geht weit darüber hinaus und nimmt Formen an, die wir nicht akzeptieren würden. Solche Werbung wird ganz konkret schon betrieben von Firmen im Ausland, von Kliniken im Ausland. Das ist mit dem Recht des ungeborenen Kindes, mit seinem Recht auf Menschenwürde von Anfang an nicht vereinbar. Ich denke, so kann man nur herangehen, wenn man den Gedanken an ein Kind mit eigenen Grundrechten ausblendet, wenn man hier nur von Schwangerschaftsgewebe spricht. Dann ist es letztlich sogar folgerichtig, jede Einschränkung abzulehnen. Aber das ist eben der Unterschied zu unserer Bewertung. Nach unserer Überzeugung, die auch dem Ansatz des Bundesverfassungsgerichts entspricht, geht es hier um ungeborenes menschliches Leben mit Menschenwürde und Lebensrecht von Anfang an, unabhängig davon, ob es ihm jemand zuspricht. Das ganze Individuum ist schon angelegt von Anfang an in diesen ersten Stadien. Es muss nichts mehr hinzukommen, was den Menschen erst zum Menschen macht. Er entwickelt sich, sagt das Bundesverfassungsgericht, als Mensch und nicht zum Menschen. Und meine lieben Kolleginnen, sage ich ausdrücklich, weil es hier um dieses heranwachsende Leben und sein Lebensrecht geht, kann man beim Thema Abtreibung nach meiner Überzeugung auch nicht nur so diskutieren, als ginge es ausschließlich um Rechte von Frauen, um sexuelle Selbstbestimmung, um die Freiheit, Emanzipation und Gleichberechtigung. Das wird dem Recht des Kindes nicht gerecht. Für das Kind steht alles auf dem Spiel. Und gleichzeitig ist es in der denkbar vulnerabelsten Situation, denn es ist abhängig von der Mutter, die bei einer ungewollten Schwangerschaft, und auch das ist uns natürlich sehr bewusst, selbst auch in ihrer eigenen Lebensplanung und in ihrer eigenen körperlichen Integrität massiv betroffen ist. Der Staat muss hier eine Schutzpflicht gegenüber dem Kind wahrnehmen. Und das hat er in einem ziemlich klugen Konzept auch umgesetzt. Es gibt dem Lebensrecht des Kindes Raum, aber er erkennt auch an, dass die ungewollte Schwangerschaft für die Mutter mit Zumutungen verbunden ist und dass allein sie letztendlich die Entscheidung treffen kann und treffen muss, wie es weitergeht. Es kann der Schutz des Kindes nur mit der Mutter zusammen erfolgen. Das ist Grundlage des Schutzsystems und deshalb stehen wir auch zu diesem System. Es ist sehr gut. Der Beratung kommt aber in diesem System eine ganz wesentliche Bedeutung zu. Sie ist es erst, die den Verzicht auf die Strafe auch verfassungsmäßig macht. Und da gibt es ein paar weitere Regeln. Derjenige, der die Beratung durchführt, darf nicht selbst den Abbruch auch durchführen. Und es darf keine Verbindung geben, kein materielles eigenes Interesse zwischen der Beratungsstelle und einem und denjenigen, die hinterher auch ein Honorar daran verdienen. Das hat seinen guten Grund. Es geht um den Konflikt zwischen Lebensrecht auf der einen Seite, Selbstbestimmungsrecht auf der anderen Seite. Und da dürfen materielle Interessen Dritter keine Rolle spielen.
Frau Kollegin, Sie denken an die Zeit. Noch eins hat das Verfassungsgericht deutlich gemacht. Die Rechtsordnung muss an anderer Stelle deutlich machen, dass der Abbruch missbilligt ist, auch wenn er auf Strafe verzichtet. Und deshalb passt das nicht mit Werbung zusammen. Gegenläufige Werbung darf den Effekt der Beratung nicht konterkarieren. Werbung stünde im Widerspruch zur Rechtswidrigkeit des Schwangerschaftsabbruchs. Und nicht zuletzt würde die Trennung zwischen Beratung und eigenem wirtschaftlichen Interesse aufgehoben. Das gefährdet den Schutz des Kindes. Uns geht es um den Schutz des Kindes mit der Mutter zusammen. Und deshalb halten wir an der geltenden Regelung fest. Vielen Dank. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, der Kollege Dr. Johannes Fechner.